Einen schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel von Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Kaiserslautern. Samstagabendspiele scheinen immer sehr attraktiv und auch ereignisreich zu sein. An diesem fielen 7 Tore, 4 für den FCK, 3 für die Fortuna. Deswegen herzlichen Glückwunsch an unsere Gäste und danke. Hallo Markus Anfang. Hallo auch Daniel Thun für die Fortuna und Markus, bitte das erste Wort. Ja, guten Abend zusammen. Ich glaube, wir haben heute ein richtig gutes Fußballspiel gesehen von beiden Mannschaften. Wir sind, glaube ich, ganz ordentlich in die Partie reingekommen, machen dann über eine 1-gegen-1-Situation am Flügel den Unterschied. Hansi geht dann gut auf den kurzen Pfosten und macht das Tor. Es war klar, dass das heute eine sehr intensive Partie wird. Wir mussten halt auch viele Meter machen. Ich finde, die Jungs haben das ganz ordentlich gemacht, haben größtenteils viel wegverteidigt. Mit Ball vielleicht die eine oder andere Situation noch ein bisschen ruhiger ausspielen. Aber wir sind da schon ein bisschen besser geworden im Vergleich zum Spiel gegen Paderborn. Und dann durch eine Standardsituation kriegen wir dann auch einen gerechtfertigten Elfmeter gegen uns. Und die Fortuna ist dann wieder im Spiel. Zweite Halbzeit haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, so richtig gut reinzukommen. Und stellen uns dann auch nicht so gut an beim Gegentor, was aber auch eine hohe individuelle Qualität zeigt, die Fortuna in ihren Reihen hat. Aber ich glaube, wir können das auch besser verteidigen, weil wir dann im Zentrum 2 gegen oder 3 gegen 1 sogar sind und lassen den Ball auf den Flügel raus. Und dann kommt eine 1-gegen-1-Situation, wo wir auch nicht sichern dann. Und dann macht den Ball dann auch gut weg. Und ich glaube, dann haben wir so 1-2 Situationen gehabt, wo wir leichtsinnige Fehler gemacht haben. Ich glaube, Hansi hat dann den Ball verloren. Und durch die Aktion entsteht dann auch eine große Torchance von der Fortuna, vorher nochmal durch eine Standard, die an Pfosten geht. Und wenn der Pfostenschuss reingeht, dann kann das natürlich anders ausgehen, das Spiel, muss man auch ehrlicherweise sagen. Im Gegenzug machen wir dann das 2-2. Und dann haben wir das 3-2 nachlegen können über Ragnar. Das war dann auch ein individueller Fehler von der Fortuna. Und wir haben es halt ausgenutzt. Wir haben heute 2 individuelle Fehler gemacht, die hätten zum Gegentor führen können. Das war Hansi, wie gesagt, bei dem Pfostenschuss und Flo Kleinhansel, der den Gegner eigentlich voll ins Spiel mit reinbringt. Wir haben unsere Chance genutzt über Ragnar, sind dann in Führung gegangen und haben dann durch eine Standardsituation nochmal nachgelegt. War für uns auch wichtig. Und das letzte Tor, glaube ich, von der Fortuna hat nochmal gezeigt, welche Qualität wir heute bespielt haben. Und wir sind glücklich damit. Wir haben 4 Tore geschossen beim Tabellenführer. Ich kenne das so ein bisschen, wenn du 4 Tore zu Hause bekommst. Das haben wir gegen Hertha auch gehabt bei dem Spiel, was dann leider in die andere Richtung gegangen ist. Fortuna, alles Gute. Ich glaube, wir sind auch zu Recht ganz oben, haben eine Top-Mannschaft und spielen auch dementsprechend guten Fußball. Heute haben wir vielleicht das Quäntchen Glück auch auf unserer Seite gehabt. Euch alles Gute, Daniel, und schönen Abend euch. Danke, Markus. Geht gleich weiter. Ja, erstmal danke, Markus, und dir und deinem Team. Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Ich kann vieles teilen. Sehe das Spiel ähnlich vom Verlauf her. Fand vielleicht nur, dass wir sehr spielbestimmt waren, bis dann zum 2-Ausgleichstreffer. Ich fand, dass wir auch von Beginn an sehr dominant Fußball gespielt haben. Viele Halbchancen so auch ein bisschen hatten in der Box, wo wir nicht so gut waren im letzten Ball, im Abschluss nicht so gut waren, kriegen dann dieses Gegentor, wo ich finde auch, dass man den Stürmer verteidigen kann, auch am ersten Pfosten. Dann reden wir über die individuellen Fehler, gehen da sicherlich da so ein bisschen los. Trotzdem durch den Elfmeter ausgeglichen, zweite Halbzeit noch besser geworden, reingekommen in die Partie, 2-1 geführt. Ja, auf dem Weg zum 3-1 die erwähnten Pfostenschüsse gehabt. Also das wäre unser 3-1 gewesen. Ich glaube, dann wäre es schwierig vielleicht auch geworden für Markus Jungs. Aber sie haben das Momentum auf ihrer Seite gehabt. Sie gehen im Gegenzug, dann gleichen sie aus. Der Abschluss sicherlich gut am Ende. Bis dahin definitiv für mich vermeidbar. Unterbindung des Konters im Mittelfeld. 2-gegen-1-Situation im Zentrum. Wir können den Fuß zumachen. Nächste individuelle Fehler hat nicht gepasst. Das dritte Tor im Anschluss danach. Einfacher Ballverlust. Darf nicht passieren im Spielaufbau. Nicht in dem Raum. Da geht man nicht ins Dribbling. Wir haben 2 Innenverteidiger neben, die wir anspielen können. Dritte individuelle Fehler. Auch wenn Flo dann sehr unglücklich am Ende der Kette aussieht. Aber da darf man den Ball nicht verlieren. Und eine Standard darf man vielleicht dann auch besser verteidigen, indem man nicht den Spieler aus den Augen verliert zum 4. Tor. Und das ist das, darüber ärgere ich mich sehr, weil 4 Tore gegen uns
tun uns unfassbar weh in einem Heimspiel. Letztem Heimspiel 3 Gegentore. Es war ein gutes Spiel. Ich fand auch, dass meine Mannschaft ein gutes Spiel offensiv gemacht hat. Defensiv hat sie es nicht getan. Und es sind einfach zu viele Gegentore. Und das macht es dann für uns deutlich schwieriger, zu Hause solche Spiele zu gewinnen. Und freue mich trotzdem am Ende des Tages, dass wir oben stehen weiterhin. Aber wir sehen auch, dass es kein Selbstverständnis ist. Und den Joker, den wir heute Abend dann hatten, um vielleicht auch auszubauen, haben wir halt nicht genutzt. Und gehen dann als Verlierer vom Platz und gib die Wünsche genauso weiter. Markus, dir und deinem Team alles Gute. Und wir haben ja vor dem Spiel geredet. Diese Liga ist brutal eng. Am Ende des Tages zählt immer nur das Ergebnis. Und das war leider heute zugunsten. Es ist der Lautere ausgefallen. Aber wir machen weiter. Danke. Wir machen weiter in der Tat mit Fragen. Gianni Costa, Rheinische Post, stellt die erste. David Kovnacki mit Tränen in den Augen rausgegangen. Haben Sie schon ein Gefühl, eine sichere Diagnose werden Sie ja nicht haben, aber ein Gefühl, wohin die Reise gehen könnte? Er war ein Doppeleinschlag bei ihm. Also zum einen gehen wir davon aus, dass er eine Gehirnerschütterung hat durch den Zusammenprall mit dem Torhüter oder dann den zugesprochenen Elfmeter. Und dabei hat er sich auch am Knie verletzt. Das müssen wir genauer diagnostizieren, aber sieht nicht so gut aus. Also erwarten da keine so positiven Nachrichten. Eine Nachfrage, Gianni Costa, bitte. Inhaltlich wollte ich noch fragen, kann man sagen, dass Ihre Mannschaft, André Hoffmann hat davon gesprochen, dass Sie eine zu große Konteranfälligkeit bei den Heimspielen zum Teil haben, dass Sie vielleicht ein bisschen zu sehr ins Spektakel, zu sehr ins Risiko auch vor dem eigenen Publikum gehen wollen und dadurch ein paar Dinge, individuelle Fehler, natürlich sind am Ende dann individuelle Fehler, aber dass da so ein bisschen was auch drüber geht, Spektakel statt Absicherung? Ja, teile ich nicht ganz die Einschätzung. Also wenn man Ballverluste hat, dann kann es halt auch mal schnell zu einem Gegenangriff führen. Die Frage ist halt nur, in welchen Räumen lässt man den Gegner abschließen? Nehme ich gerne das Tor von Dompe, 20 Meter vor dem Tor, dem offenen Fuß zu geben, hätten wir verhindern können. Heute das gleiche Tor, was wir bekommen, also von rechts reingezogen. Glaube ich auch, dass man den Fuß zumachen kann, gerade wenn man 2-1 ist. Und das Foul, man kann vorher durch ein taktisches Foul, ich will keinen anhalten, unfair zu spielen, aber ein leichtes Zupfen im Mittelfeld, einfach gleich mal ein Schieben, dann ist das unterbrochen. Also da teile ich nicht so ganz, dass wir eine Konteranfälligkeit haben, sondern wir sind einfach nicht in der Restverteidigung so gut, dass wir es dann nochmal schaffen, das Ganze zu unterbinden. Daran müssen wir arbeiten und deswegen glaube ich, wird es immer wieder passieren, dass auch ein Gegner, wenn eine Mannschaft im Ballbesitz ist, es schaffen wird, halt auch mal Mittelfeld zu überbrücken, wenn Räume da sind. Aber in allen Fällen glaube ich, dass wir viel früher und viel besser auf dem Ball verteidigen können und dann kommt es zu diesen Situationen nicht, weil das ist dann auch zweite Liga. Die genannten Schützen oder Spieler jetzt gerade auch, die schließen halt einfach auch gut ab. Ähnlich war es bei uns, Maron van Brederode, auch einen sehr guten Abschluss gehabt. Und wenn man das dann nicht schafft, früh genug diese Füße zu attackieren, dann trifft man sich dann nach einer Mittellinie relativ schnell wieder. Bitte eine Frage ganz außen, wenn Sie so nett sind, sich kurz vorstellen. Andreas Arns vom Trierischen Volksfront. Ich hätte eine Frage an den Markus Anfang. Herr Anfang, letzte Woche das 3-0 gegen Paderborn war ja schon so eine Art Befreiungsschlag. Jetzt heute dieses spektakuläre 4-3. Was macht das mit Ihrer Mannschaft jetzt auch vor den nächsten Aufgaben? Jetzt am Dienstag besondere Aufgabe im Pokal und dann gegen Magdeburg. Die Brust muss da jetzt sehr breit sein, oder? Ja, also es tut natürlich gut, wenn du Erfolgserlebnisse hast. Also das braucht man nicht wegdiskutieren. Aber Daniel hat es eben gesagt, in der Liga kann jeder jeden schlagen. Das ist sehr, sehr schwierig, das Spiel für dich zu entscheiden. Ich finde aber, dass wir es heute sehr, sehr ordentlich gemacht haben gegen eine starke Fortuna-Mannschaft. Und natürlich tut uns das gut. Aber ob das jetzt dann zwangsläufig so entscheidend ist für das Spiel, was wir jetzt am Dienstag vor der Brust haben, da denken wir jetzt noch nicht dran. Wir müssen jetzt schauen, dass wir regenerieren. Wir haben leider Gottes mit Start der Saison viele, viele verletzte Spieler gehabt, wo wir wenig Einfluss drauf hatten. Leider Gottes, jetzt kommen alle so nach und nach wieder und wir können vielleicht ein bisschen mehr aus dem Vollen schöpfen. Vielleicht ist das auch ganz gut und hilft uns auch, dass wir vielleicht ein bisschen in der Breite dann auch nochmal nachlegen können. Und das heißt natürlich für die spielen, müssen natürlich auch Gas geben und sind nicht selbstverständlich auf dem Platz. Also ich glaube, das ist so dieser innere Druck, den wir dann irgendwie erzeugen können. Und natürlich Erfolgserlebnisse, die tun immer gut, die nimmst du natürlich gerne mit. Können wir noch was tun? Nein, können wir nicht. Doch, da haben wir noch den Kollegen Schirmbeck für den Express. Hallo Herr Thun, was waren die Beweggründe, Tim Rossmann als Linksverteidiger auflaufen zu lassen und nicht Joshua Kwasi nochmal die Chance zu geben?
Ja, ich habe mich letzte Woche für Joshua Kwasi entschieden, weil wir das bekommen haben in Regensburg, was wir erwartet haben. Viele lange Bälle, viele hohe Bälle. Wir mussten Tiefe wegnehmen dann auch, mussten sehr stabil hinter dem Ball bleiben. Haben dann zum Ende des Spiels gesehen, dass Mairon van Brederode einen absoluten Input auf unser Spiel hatte. Also er war ein Faktor und Tim Rossmann das sehr gut verteidigt hat. So, und das war die Entscheidung heute auch, dass wir Mairon auf jeden Fall die Chance geben wollten. Ich wollte auf Rossi nicht verzichten und deswegen hat er den linken Verteidiger gespielt. Nicht ganz unbekannt für ihn. Das hat er schon bei der Nationalmannschaft gemacht, in der Jugend auch. Und das war dann grundsätzlich erstmal die Entscheidung für das Personal, es so zu wählen. Und von Hause aus Joshua vielleicht dann auch nicht grundsätzlich der Außenverteidiger ist, aber in solchen Spielen wie in Regensburg sicherlich die richtige Wahl war. Dann sind wir durch. Herzlichen Dank für das Interesse. Euch einen guten Nachhauseweg. Danke. In die Pfalz und von uns die Information, das Spielersatztraining der Fortuna beginnt morgen um 11 Uhr und die Nachlese mit dem Trainer entsprechend im Anschluss. Vielen Dank nochmal. Schönen Abend. Dankeschön. Danke.